spricht Tempo. Tempo? Vertretener Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Zum Schürfdeck? Ja, dass sie das auch alle überleben, weißt du? Selbst ich habe meine Schwierigkeiten, irgendwie durchzukommen. Die einfach, ja, ich gehe mal hier und ich gehe mal dahin. Was sind das für Helden? Warum können nicht die Welt retten? Warum ich? Was ist das? Was? Don't believe this lies. Was? Reap? What the real sign? Ah. Also wenn man, das kann man wirklich nutzen. Boah, cool. Da muss ich im Internet gucken. Das ist also A, das ist, ja, B, C, ja, okay. Okay, C, D kann man noch kaum erkennen. A, finde ich interessant. Eintritt Schwerelosigkeit. Was zur... Huch, nein, ja. Wo zur... Von da komme ich? Wohin soll ich? Ich kann doch nicht einfach reinfliegen. Ich muss den Generator stoppen. Es wurde so nichts. Mist. Und? Dein Ernst? Hallo? Oh, du Stupider. Oh, du Stupider. Oh, du Stupider. La, la, la. Tempo. Stellvertretender Chief Engineer. Aha. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. So, wo wir müssen jetzt hier und dann müssen wir da und dann, C. Dann muss ich das da machen. Und dann... Na, das da. Nein, das da. Scheiße, wohin muss ich? Ja, das war alles beabsichtigt. Ich wollte euch zeigen. Ich habe da irgendwas übersehen. Das wollte ich euch nur zeigen. Ist ja ganz klar. Weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Ja. Was ich zeigen wollte, ja, ist, ja, ja, was ich euch zeigen wollte, hier, das Ding hat sogar Doppel-S oder sowas, ein TH ist auch mit drin, und hier die Zahlen, das sind auch die Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5 und sowas. Ist die 0 dabei? Ich habe die 0 nicht gesehen. Das Ding hat keine 0, aber eine 10, dein Ernst? Wie will ich dann Zahlen wie 90 oder so? Wie will ich die machen? Das geht doch gar nicht. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Schwerelosigkeit. Und hopp. Und, warte, es ist da hinten, ne? Es ist da hinten. Und wenn ich das jetzt hier ausmache, ne? Ich sag, ja. Falscher Knopf. Dein Ernst. So, das muss jetzt hinter mir sein, theoretisch, ne? Hallo? Wenn es da ist... Ach, dieses Spiel ist einfach so wunderschön. Hier spricht Tempo. Die Schnauze! Achso, B. Was ist B? Suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier. Nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich
gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Was ist B? Wie kann ich das abbrechen? Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, was? Welche Schwerelosigkeit ist ja verzückend. Erzückend. Gezückend. Hä? Ach, da. So, umdrehen, das ist dann hier. So, wenn ich jetzt hier bin, muss ich das ausmachen, das ist dann dort. Ne, also, ich mach das jetzt mal aus. Stell mich jetzt hier hin. Dein Ernst. So, das ist jetzt hier, genau da. Oh. Aua. Wo ist der andere? Mach da. Aus. So. Geschafft. Wohin muss ich jetzt? Dahin. Na, so. Ach, dein Ernst. Jetzt. Ich sehe nichts, also. Einer weniger, alles ist auch verdammt laut, diese Viecher, ne? Dein Ernst? Danke. Wo ist jetzt hier oben? Wo ist unten? Ich glaube, da ist unten oder so. Das sieht sehr untig aus. Ich gehe mal dahin. Ja. Wo ist hier oben? Wo ist unten? Hä, das muss doch hier so richtig sein, ne? Also wenn das hier richtig ist, dann es geht hier nicht weiter, dein Ernst? Bäh. Was ist hier? Ich soll wieder zurück, warum sagt mir das keiner? Menno. Hallo? Ich würde gern. Achso, ich drücke den falschen Knopf. Oh Gott. Die Steuerung. Die ist ja fast so schlimm wie in Dark Souls mit Maus und Tastatur zu spielen. Auf dem PC. Also wo sonst, aber. Was zur Hölle? Na, jetzt muss ich nicht mal leiden, der arme Kerl. Wohin soll ich? Da. Au. Einfach mitreißen. So, okay, den Weg wieder zurück. Warum sagt mir das keiner? Ende der Schwerelosigkeit. Darf ich? Also, danke. Okay, den einzigen Weg, den es gibt, soll ich hinterher. Finde ich gut. Warum läuft der so merkwürdig? Bett. Nur weil hier diese fleischiges Etwas ist. Na und? Lauf doch anständig. Und durch. Speichern. So. Kapitel 4 und 5 waren relativ einfach. Kapitel 6 ist hier ein bisschen tricky. Hey, tricky. Da.
Muss ich jetzt runter oder muss ich jetzt auf die andere Seite? Kann ich da durch? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich gehe mal noch ein Stockwerk hoch. Hier ist keine Luft. Warum ist hier keine Luft? Was war? Igitt. Boah. Warum ist mir gerade schlecht geworden? Herr damit. Du gehören mir jetzt. Und wieder runter. So. Bidi 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 bidi. Was stöhnt hier so rum? Aha. Was passiert eigentlich, wenn ich... Nährstoffhass wird ersetzt. Oha, da muss ich... Oh, das ist ja nicht wahr. Nährstoffhass wird ersetzt. Das war die letzte, Isaac. Mit dem du das Sauerstoffrecycling neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittellager. Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Mal gucken, was wir halluzinieren. Bestimmt worden... Der Gummibärchen war... Soll ich die scheiß Tür aufmachen? Don't play with me, man. Nachladen. Ja, damit. So. Weiter im Text. Bidi, bidi, bidi. Oh, wie viel Uhr ist es schon? Es ist 2 Uhr. 2 Uhr 36. Ich habe fast genau vor einer Stunde auf die Uhr geguckt. Wow. So, diesmal bleiben alle Türen zu. Sag mir doch, wo du bist, dann könnte ich dir vielleicht helfen. Kapitel 6. Speichern bitte. Danke. So. Und... Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Danke. Was jetzt? Ich gehe kurz mal shoppen. Ich bin der männlichste Held der Welt. Ich gehe jedes Mal shoppen. Einen Shop in der Nähe. Direkt shoppen gehen. So, ich habe diverse Medipacks. Und zu verkaufen habe ich auch Sachen. Boah. Hab gerade Gänsehaut bekommen. Ich weiß nicht wieso. Boah. So. Ich zappel hier wieder die ganze Zeit rum, so. Yes. So. So, wohin soll ich jetzt gehen? Da entlang.
Achso, ich kann die Tür jetzt aufmachen. Ist ja klar. Ich renn. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schlossdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, Psst. Ich warte da auf dich. Jakobs Krönung. Hätte nie gedacht, dass er auch auf diesem Schiff. What the f. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Ein Antigen? Woher weiß das, dass es ein Antigen ist? Das wäre so, als hätte man es extra dafür programmiert. Hä? Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Natürlich. So nicht anders, meine Dame. What the fuck? Eintritt Schwerelosigkeit. In your face. Ich gönn mir. Gibt's noch was? Und her damit. Her damit. Wohin soll ich denn? Aho. Bist du dieses 10-Tonnen-Viech? Aua. Isaac? Scheiße. Ich fühle mich gerade irgendwie wie so ein Hamster. Kabum! Kabams! Oh! Ah! Scheiße. Yes! Nix gut. Es war so klar. Scheiße. Na komm raus. Put. Wie geht dein Ernst? Yes. Was? Scheiße. Scheiß die Wand an.
Katja. Na komm, lad nach. Tut mir leid, wenn ich wieder so wenig rede, aber ihr seht ja, was ich machen muss. Oh. Oh, behalt deinen Scheiß für dich. Behalt's für dich, hab ich gesagt. Jetzt. Bleib. Scheiße. Och, komm, halt jetzt dein Maul. Fertig? Hab's geschafft? War's das jetzt? Igitt. Isaac, du hast es geschafft? Ja. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Töne halten wird. Frage ich mich auch. Und ich würde jetzt liebend gern speichern. Denn nochmal mache ich das nicht. Alter. Das war auf jeden Fall actionlastig gerade. Ein bisschen relativ stumpfe Action, aber es war Action. Oh, habe ich wenig geredet? Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie viel ich geredet habe. Ich keine Ahnung, das war alles so im Ding. Ne? Ihr wisst ja, was ich meine. So. Und weiter. Ah, ich muss wieder zu Rail. Zum Monorail. Da. Monorail ist wie so eine Monobraue, bloß mit Zügen. Also eigentlich zwei Züge, die zusammengehören. Also zwei Züge, die eigentlich getrennt sind, aber dann zusammengeschweißt wurden. Die haben halt bei beiden Enden haben die so ein Cockpit, wo halt die Fahrer rein können. Einmal können die nach rechts fahren, einmal nach links. Oder halt nach vorne und nach hinten. So wie man gerade guckt halt. Es ist ganz fabulös. Auf zur Rail. So, jetzt gehe ich dann, jetzt mache ich da auch eine Aufnahmepause. Denn bevor ich mir jetzt wirklich ins Höschen mache, das wollen wir ja nicht. Ah, doch, eigentlich schon, aber ich will's nicht. So, speichern. Oh yes. Oh, Kapitel 7, ins Leere. Die USG Ishimura. Und hier lasse ich euch alleine. Ich bin weg und ich sehe die Aufnahmetaste nicht. Scheiße. Tschüss.